Tja, Leute, ihr fragt euch jetzt gerade wahrscheinlich, wo ich hier drauf stehe, oder? Es sei denn, ihr habt die Streams geschaut, dann wisst ihr das alles schon. Und damit erstmal einen wundervollen guten Tag, meine lieben Freunde von nah und fern, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dougie LP. Ja, wir befinden uns hier auf der aktuellen Aussichtsplattform von Let's Build Hogwarts. Auch vielleicht nochmal ein ganz kleiner Ansporn für alle Muggel und ja, generell Leute da draußen, die eventuell mal mit dem Gedanken gespielt haben, auf den Server zu kommen und selber aber nur Muggel sind, weil diese Aussichtsplattform dient allen, die eben noch keine Rechte haben, generell aber auch allen, die nicht ins Bauteam können oder wollen, eine Möglichkeit, uns bei unserer aktuellen Mammutaufgabe zu begleiten und dabei zuzuschauen, und zwar immer dienstags und donnerstags um 19 Uhr, anderthalb Stunden lang, wenn wir hier mit Bauteams im Livestream den Schwarzen See ausheben. Ja, eine bombastisch riesengroße Aufgabe, an der wir mittlerweile schon über ein, zwei Monate dran sitzen, was natürlich eine enorme Zeit ist. Und ja, aber ich glaube, der ganze Fortschritt, den wir in dieser Zeit gemacht haben, lässt sich definitiv sehen. Ich meine, guckt euch diese ganzen Bereiche hier an. Ich habe jetzt letztens auch noch hier diesen Weg gebaut, damit man die Möglichkeit hat, hier auch nochmal sich alles anzuschauen. Auch einen besseren Blick auf den Riesenkraken von hinten und auch auf die Häuser, die zum Teil gebaut wurden, wobei die liegen hier direkt unter uns, man sieht eigentlich gar nichts von denen, was wiederum auch nicht so ganz sinnvoll von mir gemacht war, aber egal. Und ja, wenn man hier einmal bis zum Ende läuft, dann kommt man nämlich zum aktuell letzten Punkt, wo ich auch noch nicht so ganz sicher bin, ob wir den auch nochmal vielleicht erweitern, weil, ja, weil eigentlich führt der Schwarze See ja nur bis dort und deswegen, ja, reicht das eigentlich so, wie es hier gebaut wurde. Genau, aber auf jeden Fall eine coole Sache, weil normalerweise können die Muggel und generell Leute, die nicht im Bauteam sind, ja nur in Hogwarts umherlaufen. Und dementsprechend wäre der Punkt, um sich das hier anzuschauen, da auf dieser Bootshaustreppe. Aber ihr habt es gerade schon gesehen, wenn man nämlich hier landet, machen wir einfach mal, dann kann man nicht wirklich viel vom Ende erkennen, weil die Sichtweite nicht besonders hoch ist. Und ja, das ist serverseitig, das hat nichts mit meinem persönlichen Minecraft-Einstellungen zu tun, sondern jeder, der auf dem Server ist, ja, hat diese Sichtweite. Und das macht die Sache natürlich äußerst schwer. Das gleiche gilt auch hier für den Bereich, denn vorher konnte man bis hier laufen, sich hier alles angucken, aber auch da kann man halt nur die ersten paar Stufen vom Aufstieg des Schwarzen Sees sehen. Und deswegen, ja, haben wir uns hier diese spontane Lösung einfallen lassen, die ich ehrlich gesagt auch ganz nice finde. Aber ja, Leute, wir wollen jetzt heute nicht nur über irgendwelche komischen Aussichtsplattformen reden, denn wir haben immer noch eine riesengroße, ja, Aufgabe vor uns, die ich gerne heute mit euch weiter bearbeiten möchte. Und zwar habe ich mich ja in den letzten Folgen insbesondere um diesen Bereich hier gekümmert. Also ich bin ja momentan eh immer am Überlegen, was mache ich so für Aufgaben und ja, das ist immer eine schwierige Frage zum aktuellen Zeitpunkt, weil jede Aufgabe an sich hochkomplex ist und ja, das ganze Konzept von Let's Build Hogwarts damit so ein bisschen, ja, komplizierter ist, weil, naja, das Konzept von Let's Build Hogwarts ist, kein Konzept zu haben. Das soll jetzt nicht mal ein Joke sein, das ist halt einfach Fakt so. Und das macht die Sache natürlich äußerst problematisch, wenn man schwierige Bauaufgaben vor sich hat, aber eben vorher nicht wirklich was geplant hat, keine Skizzen hat, nichts vorbereitet hat und so weiter, sondern wir gehen blauäugig hier rein und ja, das ist halt schwer, wenn die Aufgaben, die anstehen, äußerst komplex sind, so wie die aktuell. Warum genau, zeige ich euch gleich, aber nichtsdestotrotz können wir in der heutigen Folge definitiv den ein oder anderen Fortschritt verzeichnen, der definitiv auch sein muss. Natürlich habe ich heute auch ein Thema am Start, das ich euch an der Stelle mal direkt präsentieren möchte. Und zwar, der Februar wird krass. Ja, was könnte der Daniel damit meinen? Was ist denn jetzt schon wieder los? Was passiert denn im Februar? Erzähl doch mal, Daniel. Ja, ich hoffe, die Folge hier kommt vorm Februar raus. Oder wenn sie Februar rauskommt, was ich nicht glaube, dann ja, wird sie auf jeden Fall vor dem 5. Februar erscheinen. Dementsprechend wisst ihr noch gar nicht, wovon ich rede. Ich habe auf, oder in meinen Livestreams teilweise ein paar kleinere, ja, Informationen gestreut, möchte aber heute nochmal in besonderem Maße darauf eingehen. Und ja, Leute, wo geht das besser als in einer LBH-Folge, wo ich mich wirklich komplett aufs Thema fokussieren kann?
Ich habe jetzt im Januar, wie ihr eventuell gemerkt habt, eigentlich kaum extra Videos rausgebracht. Es kam eigentlich nur Let's Build Hogwarts und Hogwarts Mystery, so die All-Time-Formate auf meinem Kanal. Ich meine, das eine Format hat fast 1100 Folgen, das andere Format hat fast 1800 Folgen. Ja, dass die weiterhin kommen, sollte auf der Hand liegen und ist ja auch logisch, weil diese Formate den Kanal hier einfach, ja, mit begleiten. Aber ansonsten, ja gut, die Livestreams kamen natürlich noch, das darf man auch nicht vergessen, die Livestreams gab's noch, aber ansonsten gab's ja jetzt nicht wirklich irgendwelche speziellen Formate, wie es jetzt beispielsweise im Dezember der Fall war, wo ich wirklich sehr, sehr viele Skriptvideos rausgeballert habe und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Deswegen vielleicht noch mehr, steht die Frage im Raum, aber ja, wieso ich das nicht weitergemacht habe, warum ich eben jetzt im Januar das Ganze so kurz gefahren habe. Es gibt mehrere Gründe und tatsächlich habe ich das jetzt zum allerersten Mal, seit mein Kanal existiert, in dieser Art und Weise gemacht und ich muss sagen, dass ich auch ganz happy bin mit der Art und Weise, wie ich da vorgegangen bin. Denn ja, jetzt im Februar werden euch all die kreativen Ergüsse meinerseits erwarten, die ich in den letzten, ja, 20, 30 Tagen vorbereitet habe. Ich habe nämlich den Januar als eine Art Vorproduktionsmonat gewertet. Das hört sich irgendwie weird an. Es ist auch irgendwo ein bisschen weird. Denn, ja, früher habe ich das definitiv nie so gemacht. Also ich habe nie irgendwie mir einen ganzen Monat Zeit genommen, um Sachen vorzuproduzieren. Und ich werde heute in der Folge auch mal so ein bisschen Real Talk drauf eingehen, was mich zu diesem Vorhaben getrieben hat und was die Idee dahinter war. Jedenfalls wird es im Februar sehr viele Formate geben, die ihr entweder aus der Vergangenheit kennt, und ich mach mal eben gerade ganz kurz Zeitumkehrer Ahoi, so, haben wir ein bisschen mehr Licht, Formate, die ihr aus der Vergangenheit kennt, aber auch neue Formate, und dazu gehören Extra-Videos, Let's Plays und, ja, hier und da, naja, ich will nicht zu viel verraten, Leute, das werdet ihr dann in eurer Abo-Box sehen, es sei denn, ihr habt mich nicht abonniert, dann ändert das gerne, wenn ihr wollt, also müsst ihr nicht, aber ich würde mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und ja, vielleicht mal gerade zu dem Grund, warum ich das jetzt so gemacht habe. Der erste Grund, der immer so ein bisschen missverständlich rüberkommen kann, wenn man ihn falsch verstehen möchte oder wenn ich mich jetzt blöd erkläre, aber es ist halt einfach ein Grund. Die Tatsache, dass der Januar generell nicht so der, ja, der beste Monat ist, wenn es darum geht, von YouTube eben, ne, also monetär, sag ich mal, also da Geld zu verdienen. Auf YouTube sollte es natürlich nicht zwangsläufig nur darum gehen, auch wenn ich das Ganze hauptberuflich mache, auch wenn ich damit mein Geld verdiene, sollte Geld natürlich nicht der allerhöchste Ansporn, was ist mit diesen Koffern los? Sollte Geld natürlich nicht der allergrößte Ansporn, ich glaube, das ist ein bisschen buggy. Ja, ich lasse den erstmal stehen, Leute, kümmern wir uns später drum. Geld sollte natürlich nicht der allergrößte Ansporn sein, wenn es darum geht, YouTube-Videos zu machen. Aber ich denke, jeder kann nachvollziehen, dass es natürlich doch eine nicht unerhebliche Rolle für mich spielt, was das ganze Thema anbelangt, eben weil es nicht nur ein reines Hobby ist und ich damit meine Miete und alles bezahle, mein Essen, mein, ne, alles einfach, ne, das ist halt mein Job. Und, ja, im Januar ist es so für YouTuber, sie verdienen deutlich, deutlich weniger als in jedem anderen Monat im Jahr. Also der Januar ist so der allerschlechteste. Ich kann euch auch gerne so ein bisschen, ja, die Hintergründe erzählen, warum das so ist, denn, ja, das hat natürlich einen Grund. Das ist nicht einfach so, ja, der Januar, der ist der schlechteste Monat, weil, keine Ahnung, weiß nicht, da wurde der CEO von YouTube von seiner Frau verlassen. So, keine Ahnung, also nein, es hatte nicht solche Gründe, sondern der Januar, also ihr müsst euch das so vorstellen, die Firmen bezahlen ja dafür, also verschiedene Firmen wie Ikea, keine Ahnung, Edeka, denkt euch irgendeine Firma aus. Die bezahlen YouTube dafür, dass eben Werbung für ihre Firmen unter den YouTube-Videos gestreut wird. Eben die Werbung, die ihr schaut und die Werbung, durch die die YouTuber eben ihr Geld verdienen. Und diese Firmen haben ein jährliches Werbebudget. Und dieses Werbebudget wird von den Firmen selber auf die verschiedenen Monate aufgeteilt. Und das natürlich nach einem gewissen Konzept und nach einer gewissen Idee. Und so ist zum Beispiel der November und der Dezember der beste Monat für YouTuber. Natürlich, klar, was passiert im November, Dezember? Ja, es ist kurz vor Weihnachten und Weihnachten generell. Und wir wissen alle, dass Weihnachten mittlerweile ein sehr krasses Kommerzfest geworden ist. Und das auch nicht seit kurzem, sondern schon sehr lange. Und, ja, dadurch müssen sie oder wollen die Firmen natürlich nochmal extra Werbung schalten, damit eben, ja, viele Leute irgendwie auf die Idee kommen, oh,
Ah, da wird für einen E-Roller geworben. Ach ja, bald ist ja Weihnachten. Ach, ich kann mir einen E-Roller zu Weihnachten wünschen. Wäre ja eine geile Idee. Und damit eben solche Ideen zustande kommen, sind die Firmen eben darauf aus, ihre meisten Werbebudgets eben für diese 2 Monate rauszuballern. Aber ja, dann nach Weihnachten sind die meisten Leute ja immer so ein bisschen kauffaul. Auch gerade weil Weihnachten war, weil Leute da sehr viel Geld ausgegeben haben. Und dementsprechend, ja, werden sie da so ein bisschen, ja, kaufmüde. Und deswegen ist für den Januar eben meistens am wenigsten Budget eingeplant, was Werbung anbelangt. Aber da kommt es natürlich auch oft auf die Firmen an und auf die, ja, auf die Kategorien, was sie eben verkaufen. Manche sind ja mehr abhängig von diesen Zeiten und manche weniger. Manche sind auch gar nicht abhängig von Weihnachten oder so. Jedenfalls ist das ein großer Grund und deswegen ist es auch oft so, falls ihr euch mal gefragt habt, warum das so ist, deswegen ist es auch oft so, meine Güte, dass manche YouTuber dann, keine Ahnung, im Januar eine komplette Pause machen oder weniger Content bringen, eben weil es sich nicht besonders rechnet. Und ich habe das die letzten Jahre eigentlich nie so gemacht, im Gegenteil, ich habe das sogar teilweise kritisiert, weil ich mir dachte, ja, es sollte ja egal sein, es geht ja nicht nur ums Geld und ja, das stimmt auch. Es ist auch völlig legitim, das zu sagen, dass es ja auch nicht nur ums Geld geht und es ist ja auch so und das sehe ich heute noch so. Aber einem geschenkten Gaul schaut man ja nicht ins Maul und es hat ja auch Vorteile. Es hat ja nicht irgendwie nur Nachteile, wenn ich jetzt im Januar weniger Content bringe, denn ich habe ja diese Zeit für mich explizit genutzt und zwar sinnvoll genutzt. In der Form, dass ich mich eben, ja, neuen Projekten gewidmet habe und auch vor allem jetzt mich besonders um den Februar gekümmert habe, dass da eben mehr Videos kommen, dass da mehr Abwechslung geschieht und das hätte ich halt mit der Vorproduktion niemals geschafft, wenn ich jetzt im, Januar ebenfalls so viele extra Videos rausgeballert hätte. Das hätte ich niemals geschafft. Und jetzt stehe ich halt eben in der Position da, dass ich weiß, dass euch super, super viele besondere Videos im Februar erwarten werden. Neue Formate, neue Projekte, mehr Extra-Videos, mehr Skript-Videos und so weiter und so fort. Und ja, das alles eben durch die Tatsache, dass ich den Januar eben dafür genutzt habe, mehr mich da quasi ja auszutoben und mehr vorzubereiten. Und dadurch, dass ich jetzt quasi den Februar im Januar komplett und gut vorbereitet habe, also nicht alles vorproduziert, aber vieles, kann ich jetzt natürlich im Februar dafür dann mir den März vorknöpfen und immer so weiter. Das heißt, ich musste einen einzigen Monat dafür hingeben oder hergeben, um jetzt irgendwie einen Vorlauf zu haben, der es mir ermöglicht, dieses Niveau hoffentlich über die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre, fortzusetzen. Und das ist auf jeden Fall mein Wunsch, dass ich das schaffe. Ich will natürlich auch nicht übertreiben, also ihr werdet es ja sehen, es wird jetzt nicht irgendwie so sein, dass ihr, keine Ahnung, 5 Videos am Tag irgendwie in der Abo-Box habt, das definitiv nicht, aber ich kann euch versprechen, dass auf jeden Fall täglich Videos kommen werden, dass auf jeden Fall manchmal, nicht immer, aber manchmal auch, ja, täglich mal 2 Videos und ich glaube in ganz seltenen Fällen sogar mal 3 Videos kommen, aber das ist sehr selten, das dürftet ihr nicht so oft erwarten, aber kann passieren. Und was mir auch eben wichtig war, das hatte ich auch schon in meiner Neujahresansprache, wenn man das so nennen kann, schon thematisiert. Ich möchte gerne wieder mehr abwechslungsreiche Formate bringen. Das Problem ist, mein Kanal ist ja sehr von Harry Potter abhängig. Das ist euch eventuell irgendwann mal im Leben aufgefallen. Und dadurch, dass das so ist, bin ich natürlich auch immer sehr abhängig von den verschiedenen Formatideen, die mit diesem großen Franchise zusammenhängen. Und gerade, ihr merkt es, ist ja nicht so unbedingt viel los. Klar, Hogwarts Legacy war aber... Ne, da ist ja jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger und ansonsten gibt es ja auch, ja, jetzt nicht so viel, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, nicht wüsste, wohin mit mir oder, ne, dass mein Terminkalender da voller wäre als irgendwas anderes und dementsprechend, ja, ist es halt immer sehr schwierig dann manchmal da diese Abwechslung hinzubekommen. Ich habe jetzt aber tatsächlich mehrere Lösungen für dieses Dilemma gefunden und es trotzdem hingekriegt, dass diese Abwechslung eben da ist und deswegen ist sie mir eben auch so wichtig. Weil ich eben nicht will, dass das Ganze hier nur auf LBH und Hogwarts Mystery basiert. Deswegen, der Januar ist auch kein Monat, wo ich jetzt unbedingt sage, boah, ich war jetzt so stolz auf meinen Content oder das ist jetzt der Shit schlechthin gewesen. Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Also, ich bin froh, wenn der Januar jetzt vorbei ist und bin dankbar für jeden, der trotzdem dabei geblieben ist und der trotzdem Spaß an meinem Kanal hatte.
Ich würde sagen, Hogwarts Mystery hat noch seinen Flair, LBH. Wobei ich muss sagen, da muss ich auch nochmal ein großes Danke aussprechen. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Lob für Let's Build Hogwarts bekommen. Gott weiß warum. Also ganz ehrlich, ich finde jetzt nicht bautechnisch, dass ich hier besonders Krasses geleistet habe. Von den Themen her war es überschaubar, was die Spannung anbelangt, sage ich mal. Und deswegen, ich habe das nicht so ganz nachvollziehen können, was euch da so begeistert hat. Aber ich habe einige Kommentare von Leuten bekommen, die so Sachen dann geschrieben haben wie, boah, ja, momentan macht LBH wieder so richtig Bock zu gucken und ich habe einfach total den Hype und ja, das hat mich mega gefreut, weil mir das so diese Old-LBH-Vibes gegeben hat. Wenn Leute auch generell sowas schreiben, es freut mich einfach. Ich glaube, das ist naheliegend, dass mich das freut. Und ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so ganz erklären. Also, wenn ihr mir das mal gerne erklären möchtet, es hört sich jetzt wieder wie Fishing for Compliments an. Leute, ihr wisst, ich bin Like-geil und Abo-geil, also ja, schreibt es mir gerne. Ich bin gespannt, was da für Antworten rauskommen. Aber so oder so, habe ich mich darüber sehr gefreut. Trotzdem entspricht es nicht meinem Anspruch. Ich möchte gerne, dass ihr meinen Kanal in eurer Abo-Box seht und dann oft teilweise auch überrascht werdet von den Formaten, die da passieren. Und dass nicht immer nur irgendwie Part 2380 von irgendeinem Format kommt, sondern halt auch mal Part 1 oder öfter mal ein Part 1 oder generell auch mal mehr Videos, die gar keinem Format entspringen, sondern die einfach random sind und einfach da sind und genau. Aber ja, das ist natürlich immer so ein bisschen schwer, gerade diese Videos, die sind ja auch meistens mit irgendwelchen besonderen Ereignissen verbunden, wie zum Beispiel das Harry Potter Visions of Magic Video oder die Studio-Tour. Zeitung Kera Hoi, ich versuche gerade hier eine gute Anordnung für diese drei Fenster zu finden, Leute. Aber ich kriege keine gute Anordnung hin, die draußen und drinnen schön ist. Sondern entweder das eine oder das andere. Ich glaube, wir könnten es mal eben kurz hier nochmal probieren. Was wäre, wenn ich da ein Fenster reinknalle? Hätte das was oder hätte das nichts? Wir schauen es uns mal an. Da bin ich halt immer an diese Situation gebunden. Wobei ich auch so ein bisschen, da habe ich auch noch Bock drauf. Das habe ich jetzt für Februar noch nicht vorbereitet. Muss ich mal schauen, ob das zeitlich so funktionockelt. Nee, da ein Fenster sieht scheiße aus. Muss ich mal schauen, ob das funktionockelt, aber ich hätte schon Lust, mal wieder so ein bisschen Real-Life-Content zu machen, so von wegen, ich laufe draußen rum und mache, keine Ahnung, Q&A oder, sowas in die Richtung. Das fand ich eigentlich damals immer ganz cool. Es ist ein sehr ungezwungenes Format, es ist ein sehr authentisches Format, es ist ein sehr, entspannendes Format, wenn man so möchte. Finde ich zumindest. Da war ich auch am Überlegen, ob ich da vielleicht mal ein Comeback starte. Aber das muss ich mir noch überlegen, Leute. So oder so, auf jeden Fall ist das so mein Vorgehen gewesen, jetzt im Januar. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie demotiviert war oder keinen Bock mehr auf YouTube habe oder keine Ahnung oder, ne? Also, falls das jemand gedacht haben könnte. Es hatte einfach den Grund, den ich gerade genannt habe. Und ich bin wirklich dankbar, dass ihr da so Verständnis für hattet, weil ich hatte wirklich auch Sorge, dass Leute schreiben, kommt mal wieder irgendwas Spezielles oder so. Aber das war gar nicht der Fall. Und natürlich hatte ich auch so ein bisschen Schiss, was den Algorithmus anbelangt. Und am meisten Schiss, würde ich sagen, hatte ich, was das Monetäre anbelangt. Weil, im Endeffekt, am Ende des Tages muss ich immer noch mein Geld damit verdienen. Am Ende des Tages muss ich immer noch davon leben können. So geldgeil das auch klingen mag. Und da hatte ich natürlich Schiss, wenn ich jetzt nur diese zwei Formate rausbringe, die ja wirklich viewtechnisch deutlich ausbaufähig sind. Ist halt einfach so. Ob das dann alles noch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ob ich mir da nicht irgendwie doch ein bisschen selber ins Knie schieße, aber nö, es war in Ordnung. Es hätte besser laufen können, das kann es aber eigentlich immer, aber es hätte auch schlechter laufen können. Und von daher, bin ich da sehr positiv überrascht. Also klar, der Januar war jetzt nicht berauschend, definitiv nicht. Also ich habe, glaube ich, etwas mehr als die Hälfte von dem verdient, was ich im Dezember verdient habe. Aber das ist normal. Also der Januar, wie gesagt, der ist komplett für die Tonne eigentlich, was das anbelangt. Januar, also ihr könnt es immer irgendwo als Qualitätsmerkmal sehen. Also wenn man das so sehen möchte, wenn ein YouTuber im Januar besonders krassen Content rausballert. Die meisten warten damit oder beziehungsweise würden damit bis Februar warten oder würden halt eben wahrscheinlich, keine Ahnung. Als Qualitätsmerkmal würde ich auch gar nicht sagen. Also es ist jetzt auch wieder ein bisschen Fail, weil, ich habe es dann eben schlecht gemacht, nach meinem Ermessen. Es ist ja eher so, dass es einen Grund hat und dass man den auch, denke ich, als Zuschauer gut nachvollziehen kann. Und ich finde es einfach real und authentisch, euch das so zu sagen und jetzt nicht irgend euch was vom Pferd zu erzählen. Und ich,
genau, das ist mir halt auch irgendwie wichtig. Und von daher hoffe ich mal, dass ihr das dann auch so seht und dass ihr seht, dass mir wichtig ist, da mit euch eine vernünftige Kommunikation zu starten, euch nicht zum Pferd zu erzählen und genau. Ja, kann ich denn schon ein paar Ausblicke geben, was jetzt im Februar passiert? Also ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass euch ein neues Let's Play erwarten wird. Da kann ich auch gerne schon sagen, was das für ein Let's Play ist. Also ich denke, ja, von der Geiligkeit ist das jetzt noch nicht in dem Status, dass ich da ein Geheimnis draus machen würde. Aber ja, was euch erwartet, ist auf jeden Fall Harry Potter und der Stein der Weisen. Und zwar für die PlayStation 2. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Die PlayStation 2 ist ja so ein, ja, so eine Konsole, die das Spiel auch in... Warte mal, ich bin gerade ein bisschen... Sorry, Leute, ich bin gerade ein bisschen lost. Ich muss mal gerade überlegen. Ich mache den Gang hier breiter. Wir müssen den dann aber auch jetzt mal hier direkt absafen. Mache ich nach der Folge. Da würde ich die Wand hier einen dicker machen. Genau. Ja, ja, damit wir hier auch so ein Ding reinmachen können, weil ich mag dieses Wandprofil hier gerade sehr und dann können wir das da auch machen. Vor allem geht das dann sogar 5. Ich glaube, da sind es keine 5, ne? Ne, es sind nur 3. Okay, es geht nicht ganz mittig. Oder wenn wir das eine nach da verschieben würden, also wenn wir die Fenster hier reinknallen. Oh, das schaffen wir vielleicht noch in der Folge, Leute, aber dann müsste das sogar fast mittig sein. Ja. Oh ja, wir versetzen mal eben kurz alle Fenster ein nach da. Dann müsste das eigentlich ganz nett funktionieren. Müssen wir aber auch das Wandprofil einmal ändern. Aber kein Problem. So, dann nehme ich eben kurz die Treppen raus. Genau. Also, es erwartet euch ein Let's Play zu Harry Potter und der Stein der Weisen für die PlayStation 2. Und der Grund dafür ist, dass die PlayStation-Version sehr viel anders ist als die PC-Version, die ich ja schon auf meinem Kanal Let's Played habe. Also es ist kein blödes Reboot oder keine Ahnung, ein neuer Aufguss dessen, sondern es ist quasi ein fast anderes, also es ist, nee, nicht nur fast, es ist ein anderes Spiel als die PC-Version. Und da ich ein reiner Harry Potter-Kanal bin, will ich euch die auf jeden Fall auch zeigen. Wäre ich jetzt ein normaler Let's Play-Kanal, hätte ich jetzt nicht unbedingt den Bedarf gesehen, aber ich bin hier ein reiner Harry Potter-Kanal und da sehe ich das schon deutlich anders, dass ich es eben auch schön finde, mit euch dann sowas zu teilen und dann eben dementsprechend mit euch auch, ja, genau, also die anderen Versionen der Spiele abzuchecken, wie die sind, ob die cool sind oder. Genau, und ja, da könnt ihr euch gerne schon mal drauf freuen. Diese Videos werden auch sehr regelmäßig kommen, das kann ich euch auch schon sagen. Also die kommen 4-mal die Woche und das immer am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag um 16 Uhr, genau. Die Hogwarts Mystery und LBH, die beiden Formate werden natürlich bleiben in der gewohnten Reihenfolge, also LBH mittwochs und sonntags um 14 Uhr und Hogwarts Mystery dienstags, donnerstags und ja, ich bleibe aktuell bei dem, Samstag, genau, bei dem Samstag, weil den hatte ich ja für eine gewisse Zeit mal wieder eingebaut und ich muss sagen, es funktioniert eigentlich ganz gut, geldtechnisch ist es auch okay, also ich gebe jetzt hin und wieder mal ein Zweier oder ein Dreier aus, aber dann auch, dann war es das im Großen und Ganzen. Ist noch gerade so verkraftbar und ja, genau, deswegen werde ich da bei diesem Rhythmus auch bleiben. Dann wird es pro Woche mindestens 2 Skript-Videos geben, mindestens, manchmal sogar 3, aber eher 2. Und ja, da wird es dann natürlich dann dementsprechend auch noch extra Videos geben, die ich jetzt noch nicht direkt benennen möchte. Aber ihr könnt euch da auf Tierlist-Videos, auf Koch-Videos und auf, ja, noch das ein oder andere Video freuen. Also, so viel erstmal zur Aussicht, Leute. Ich hoffe, ihr habt so meine Gedankengänge zu diesem ganzen Thema verstanden. Ich hoffe, dass es in Ordnung für euch ist, dass ihr den, ja, Sinn dahinter für mich persönlich auch verstanden habt und dass ihr das jetzt nicht irgendwie als blöd wertet. Mir war einfach die Offenheit da wichtig. Ich mag solche LBH-Folgen, wo ich euch einfach mal so ein bisschen aus dem Hintergrund erzähle und wie das so ist und was ich mir bei gewissen Dingen denke. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr im Februar dann auch wieder auf meinem Kanal aktiv seid und wenn ihr die Abo-Box auf jeden Fall abcheckt und auch wenn ihr meinem Kanal eine Glocke da lasst, weil dann werdet ihr über die neuesten Videos immer informiert und dann könnt ihr gerne mal gucken, was da so alles auf euch zukommen wird. In diesem Sinne, Leute, einen wundervollen Tag euch allen, macht es gut und bis dann. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ciao zusammen!